es mich, ihr Todesurteil zu unterschreiben. Meine eigene Familie. Verdammt, meinst du, das wäre mir nicht klar? Ich werde auch noch hier sein, wenn ihr das Zeug abwerft. Erzähl du mir nichts von Opfern, du rückgratloser kleiner Arsch. Wenn du so viele Ideen hast, komm doch her und erledige du das. Sag ihnen, die Zeit, in der wir die Wahl hatten, ist um. Sie müssen es tun. Du musst es tun. Jetzt. Gut siehst du aus. Nein, tue ich nicht. Aber danke. Du auch. Und, schon eingelebt? Hier hat sich gar nichts verändert. Ich meine, es ist toll, wieder hier zu sein. Fühlt sich immer noch wie zu Hause an. Auf seltsame Weise. Es ist lange her, Steven. Als du mich das letzte Mal gesehen hast, konnte ich noch richtig gehen. Ich finde, du siehst hübsch aus. Ach, hör auf. Ich will nur sagen, tut mir leid, wie alles gekommen ist. Oder auch nicht. Oder so. Stimmt. Glaubst du, es war ein Fehler, wegzugehen? Meine Mutter sagt, es ist nie zu spät, etwas zu ändern, es wieder gut zu machen. Witzig. Genau dasselbe hat sie zu mir neulich auch gesagt. Ich hatte mich schon gefragt, was sie damit gemeint haben könnte. Das ist ja so peinlich. Tut mir leid. Vielleicht sollte ich gehen. Wieso?
Steven, wir sind beide verheiratet. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wieso nicht? Wir sind doch nur zwei alte Freunde, die zusammen was trinken. Wieder dieser Druck auf den Augen. Ich kann die Beine nicht bewegen, mein Gesicht ist taub. Als ich zusammenbrach, wartete das Licht auf mich, fing mich auf und legte mich hin. Jetzt sammelt es sich zu meinen Füßen und beobachtet mich. Die Drucker spucken seitenweise Nullen aus. Es hat auch Angst. Alles ist okay. Alles wird gut. Ich passe auf dich auf. Es ist allein. Es hat Angst. Es ist so weit gereist. Alles okay. Ich kann dir helfen. Wir können jetzt zusammen sein. 10 Sekunden bis zur Signalfunktion. Wir können zusammen sein. 3 Sekunden. Du wusstest, worauf du dich einlässt. Wirklich?
Tja, es tut mir leid, wenn wir Ihren hohen Ansprüchen nicht entsprechen können, Dr. Collins. Vielleicht gibst du uns gewöhnlichen Menschen mal eine Chance. Was? Gewöhnliche Menschen wie Lizzie Graves? Hast du wirklich geglaubt, ich erfahre das nicht? Frank hat es mir erzählt. Hast du vergessen, dass es in diesem Drecksloch einen Menschen gibt, der mit mir spricht? Kate, es war nur ein Drink. Vergiss es, Steven. Verdammt nochmal. Kate, warte doch. Du warst mit ihr verlobt, Steven. Du hättest sie fast geheiratet. Oh, komm schon, es war nur ein Drink. Warum zum Teufel hast du mich dann angelogen? Weil ich wusste, dass du sauer wirst und wir am Ende streiten. Du musst dich auf das Ereignis heute Abend konzentrieren. Oh, du hast mir also einen Gefallen getan. Habe ich glatt vergessen, mich bei dir zu bedanken. Behandle mich nicht wie eine Idiotin! Du überreagierst. Ich weiß, du bist gestresst. Lass es. Einfach. Halt dich heute Abend von mir fern. Lass mich nicht kaputt machen. Kate. Kate, komm schon. Das ist doch verrückt.